Neue Folge Wahn und Sinn, heute geht es um die Autobahnmaut. Nachdem diese Abgabe in den letzten 6 Jahren immer wieder diskutiert wurde, durch den Bundestag und den Bundesrat gekommen ist, wurde sie jetzt im Juni in letzter Sekunde vom Europäischen Gerichtshof gekippt. Was da alles falsch gelaufen ist und vor allem, wie man da jetzt wieder rauskommt, sodass vielleicht am Ende die Gesellschaft davon noch profitieren könnte, darum geht es jetzt in diesem Video. Ihren Ursprung hat die Debatte um die Maut in Bayern, dem Heimatland der CSU. Wir zahlen als Deutsche in 17 Staaten Europas bei der Benutzung der Straßen. Und ich glaube, wir sollten in Deutschland beginnen, dass diejenigen, die unsere Autobahnen benutzen, zur Kasse bitten und das Geld für die Straßen bei uns in Bayern und Deutschland einsetzen. Die an Bayern angrenzenden Staaten Tschechien und Österreich haben Mautgebühren, die logischerweise auch von Deutschen gezahlt werden müssen. Andersrum müssen Ausländer in Deutschland natürlich keine Gebühr zahlen, denn eine Maut gibt's bisher nicht. Am Stammtisch von Horst Seehofer geht sowas natürlich nicht klar. Dabei wird anscheinend nicht bedacht, dass in Deutschland Infrastruktur, also Straßen und Autobahnen, über Steuern finanziert werden. Die Kfz-Steuer wird zum Beispiel nur von den Menschen bezahlt, die in Deutschland ein Auto angemeldet haben. Und damit, Punkt an Seehofer, vermutlich hauptsächlich von Deutschen. Aber es geht natürlich auch um die Energiesteuer, die alle Menschen zahlen, die in Deutschland tanken. Und natürlich damit auch Ausländer. Aber klar, am Stammtisch geht es natürlich nicht um Fakten. Es gibt immer noch einen anderen Grund für die Maut zu sein und der ist sehr viel weniger populistisch. Bei Steuern ist die Verwendung nicht festgeschrieben. Wo genau das Geld hingeht, muss in jeder Regierung neu und vor allem im Gespräch mit dem Finanzministerium entschieden werden. Bei Beiträgen und Gebühren ist das Ganze anders. Diese Zahlungen müssen immer zweckgebunden verwendet werden. Bei der Maut wäre das dann logischerweise für Infrastruktur und Verkehr. Durch die Maut wäre so gesichert, dass selbst wenn die Steuereinnahmen mal weniger werden würden, fürs Verkehrsministerium immer noch der gleiche Betrag zur Verfügung stehen würde. Das Verkehrsministerium ist ja schon eine ganze Weile in CSU-Hand. Und deshalb ist es für Horst Seehofer eine total klare Sache. Und das muss und wird kommen. Ich habe heute gesagt, ich werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben nach der Bundestagswahl, wo diese Antwort auf die Finanzierung der Verkehrsfragen nicht gegeben wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht das Ganze ein bisschen anders. Kann ich kurz und knapp beantworten, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nach einer verfahrenen Situation, wird aber dank dem Regierungssprecher Steffen Seibert ganz easy aufgelöst. Der konkretisiert nämlich die Aussage von Merkel nochmal. Eine Pkw-Maut, die inländische Autofahrer zusätzlich belastet, hat die Bundeskanzlerin immer abgelehnt. Also nochmal zum Mitschreiben. Die CSU will nur eine Koalition, wenn die Maut eingeführt wird. Die CDU nur, wenn es keine gibt. Was soll denn das werden? Naja, vermutlich ein ziemlich vercracktes Gesetz. Schritt 1. Alle Autos, die in Deutschland fahren, brauchen eine Vignette. Der genaue Preis richtet sich einerseits nach Umwelteigenschaften, andererseits nach Hubraum und beträgt maximal 130 Euro im Jahr. Schritt 2. Die Kfz-Steuer der in Deutschland angemeldeten Autos wird um exakt den Betrag gekürzt, der für die Vignette anfällt. Wenn man sich mal überlegt, wie akkurat diese beiden Zahlen immer zusammenpassen müssen, muss man eigentlich echt Respekt für die Rechenleistung vom Verkehrsministerium haben. Das Ergebnis. Das Ministerium von Andreas Scheuer rechnet mit Einnahmen im Jahr von 3,8 Milliarden Euro. Bei 3 Milliarden Euro davon ist es eigentlich ein Nullsummenspiel. Das heißt, die gehen über die verminderte Kfz-Steuer zurück an die Fahrzeughalterinnen und Halter. Das Mautsystem muss aber natürlich erstmal entwickelt werden. Außerdem braucht es Personal, die Technik muss angeschafft werden. Für all diese laufenden Kosten werden im Jahr 250 Millionen Euro veranschlagt. Das heißt, es geht laut Verkehrsministerium um Mehreinnahmen von 550 Millionen Euro pro Jahr durch Ausländer. Blöd nur, dass sogar der ADAC, der eigentlich immer für mehr Investitionen in Straßen ist, nicht wirklich überzeugt von den Zahlen vom Verkehrsministerium ist. Unabhängige Expertinnen bezweifeln sogar, dass die Maut die Kosten, die sie verursacht, dann am Ende auch wieder reinholen kann. Der wissenschaftliche Dienst hat die Aufgabe, den Mitgliedern des Bundestages unabhängig und überparteilich Bericht zu erstatten. Und auch die haben irgendwie Bauchschmerzen mit diesem Mautgesetz. Auf 52 Seiten wird aufgeführt, warum das geplante Mautgesetz aus ihrer Sicht nicht konform mit dem Europarecht ist. Konkret geht es dabei um das Diskriminierungsverbot von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Heimatlandes innerhalb der EU. Aber warum sollte man die Expertise nutzen, wenn man dem wissenschaftlichen Dienst auch einfach fachliche Ignoranz vorwerfen kann? Beim Europäischen Gerichtshof funktioniert die gleiche Masche nicht. Ja, es ist bedauerlich, aber das Urteil ist zu respektieren und zu akzeptieren. Man könnte sagen, es ist schade um die Arbeit und natürlich auch schade für die Mautbetreiber, denen jetzt fette Verträge entgehen. Das sind die Verträge zur Pkw-Maut.
Die sind halt schon unterschrieben. Und zwar seit 2018. Also wieso sollte man auch das Urteil vom höchsten Gericht der EU abwarten? Genau diese Verträge wurden jetzt aber ein paar Tage nach Bekanntgabe der Entscheidung gleich wieder gekündigt. Es drohen der Regierung, also zusätzlich zu den bisher angelaufenen Kosten für die Maut in Höhe von ca. 100 Millionen Euro, auch noch Schadensersatzforderungen der Unternehmen, die an so einer Maut später verdient hätten. Und da reden wir von hunderten Millionen. Politisch gesehen und politisch bewertet ist die Pkw-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch. Wieso eigentlich? Wäre das nicht jetzt, ganz im Gegenteil, der perfekte Moment, nochmal grundsätzlich über so eine Maut nachzudenken? Denn so ganz bescheuert ist ja der Gedanke nicht, dass diejenigen, die für Verkehr sorgen, auch was dafür bezahlen. Gerade wenn man sich überlegt, was in den nächsten Jahren in diesem Sektor passieren muss. Immerhin ist Verkehr mit 19% der drittgrößte Erzeuger von Treibhausgasemissionen in Deutschland. Zwischen 1990 und heute sind die Emissionen im Sektor Verkehr um rund 1% gesunken. Bis 2030 müssen wir, um die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten, nochmal 40 weitere Prozent einsparen. Da wäre doch so ein bisschen mehr an Geld gar nicht verkehrt. Der BUND hat schon 2014 ein Konzept veröffentlicht, wonach eine Maut nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll sein könnte. Wichtigster Unterschied: Es gibt keine Pauschale, sondern man zahlt pro gefahrenen Kilometer. Das heißt, statt nach Flatrate gäbe es tatsächlich einen Anreiz, weniger zu fahren. Das wäre dann übrigens auch europarechtlich konform, wie eine ganze Menge anderer Länder beweisen. Und so ganz neu wäre das auch in Deutschland nicht. Seit 2006 gibt es nämlich eine Lkw-Maut. Die wird über den staatlichen Betreiber Toll Collect eingezogen und funktioniert auch streckenbasiert. Von den Mehreinnahmen könnte man dann zum Beispiel das Bahnnetz pimpen oder in öffentlichen Nahverkehr investieren. Halt irgendwas machen, was weniger CO2 ausstößt als der Verkehr auf deutschen Autobahnen. Die CSU hat jetzt die Möglichkeit, aus ihrem latent ausländerfeindlichen Stammtischgesetz ein Konzept zu machen, was uns klimamäßig richtig nach vorne bringen würde. Und eins hat sie mit der Autobahnmaut wirklich bewiesen. Die Hartnäckigkeit dazu hat sie. Wie findet ihr die Idee einer sinnvollen Autobahnmaut? Meint ihr, die CSU könnte sowas hinkriegen? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Außerdem würde ich mich total freuen, wenn ihr Wahn und Sinn abonniert, damit ihr das nächste Video auf dem Kanal nicht verpasst. Bis dann und wie man in Bayern sagen würde: Das Werk ist vollbracht. Alles Gute für Sie und für die Menschen in Bayern.